Hallo liebe GamePro-Leser und herzlich willkommen zum Mobilcheck-Vorschau-Teil. Bevor wir euch zwei neue PSP-Spiele vorstellen, haben wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wir waren auf dem Konami Gamers Day in Frankfurt und haben uns einige kommende Titel für das Jahr 2005 angeschaut. Einer davon war Castlevania für den DS. In unserer Bonussektion auf der DVD findet ihr einen offiziellen Konami-Trailer mit vorgefertigten Spielszenen. Lasst ihn euch nicht entgehen. Während sich die Affen aus Ape Escape auf ihren Jump'n'Run PSP-Auftritt vorbereiten, spendiert ihnen Sony ein eigenes Minispiel. In Ape Academy bestreitet ihr alleine oder zu zweit alle möglichen Spielchen, zum Beispiel tanzt ihr im Bimani-Stil um ein Lagerfeuer oder tretet gegeneinander im Stein-Schere-Papier an. Ape Academy macht soweit einen guten bis sehr guten Eindruck, leider sind die Ladezeiten etwas lang. Bis ein Spiel geladen ist, können schon mal 20 bis 25 Sekunden vergehen. Das ist besonders nervig, da ihr im Einzelspielermodus für jede Aufgabe nur einen Versuch habt, dann wird wieder weitergeladen. Ein richtiger WarioWare-Killer scheint das Spiel zwar nicht zu werden, alle PSP-Besitzer können sich aber schon mal auf eine witzige, abwechslungsreiche Minispielsammlung freuen. Puyo Pop Fever erscheint zwar sowohl für die PSP als auch für den DS, wir zeigen euch aber hier ausschließlich die bereits erschienene japanische PSP-Version. Für alle, die Puyo Pop nicht kennen, erklären wir nochmal kurz, worum es geht. Im Prinzip spielt ihr ein Tetris in Farbe, eure Aufgabe ist es, möglichst viele farbige Puyos auf- oder nebeneinander zu stapeln. Sei es Computer oder Mitspieler, ihr tretet dabei immer gegeneinander an. Habt ihr mehrere Puyo-Ketten verschwinden lassen, legt ihr eurem Feind ein paar Steine in den Weg. Puyo Pop Fever mag zwar keinen Kaufgrund für die PSP oder den DS darstellen, Puzzle-Freunde werden aber dennoch vollends zufriedengestellt. Das Spiel erscheint im zweiten Quartal für beide Handhelds.